Und wer hilft mir jetzt, das Ganze hier wieder aufzufalten? Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute werden wir wieder meinen Kleiderschrank aussortieren und diesmal geht es um Pullover. Yeah, ich habe alle Pullover genommen. Ob dicke Pullover, Winterpullover, dünne Pullover, Strickpullover, Pulloverkleider. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Auf diesem Kanal dreht sich alles um Beauty, Fashion und Lifestyle. Wenn euch das interessiert, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und dann legen wir direkt los mit dem Video. Let's go! Ja, ich fange als erstes an mit dem Pullover, den ich trage. By the way, hier werden überall Tragevideos, Tragebilder eingeblendet, damit ihr auch seht, wie das Zeug angezogen aussieht. Bis auf diesen Pullover, das seht ihr jetzt auch schon. Der ist neu, den behalte ich. Der Pullover ist ultra warm, kuschelig. Ich liebe die Farben. Ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Pullover. Das ist dieser hier. Er hat eine Erdbeere drauf mit dem Schriftzug Guilty. Und an den Ärmeln so ein Schleifendetail, Schnürungsdetail, was man allerdings immer wieder neu schnüren muss, wenn man das nicht mit in die Wäsche gibt, weil ich persönlich würde es nicht mit in die Wäsche geben, weil es sehr schnell kaputt gehen kann. Deswegen, das hier wasche ich per Hand und der Pullover darf in die Wäsche. Diesen Pullover habe ich von Kleiderkreisel. Er ist ursprünglich aus Japan. Und ich finde das Muster einfach nur mega cute und er ist pastellfarben. Allerdings trage ich ihn so gut wie nie. Wenn ich ihn diesen Winter nicht trage, werde ich ihn, glaube ich, aussortieren. Ja, auch wenn ich ihn mega, mega schön finde, aber nur dafür, dass er im Schrank hängt, ist er echt zu schade. Der nächste Pullover ist dieser hier in dunkelblau. Er hat so ganz weite Ärmel, er hat einen riesigen Rollkragen, was ich mega feiere. Und hier, diesen Pullover habe ich gleich in zwei Ausführungen. Ich habe den nämlich auch noch in so einem Cremeton. Ich mag die beiden Pullover richtig, richtig gerne. Ich habe die eine Zeit lang quasi nonstop getragen. Mittlerweile wird es etwas weniger. Aber ich werde, glaube ich, beide noch behalten. Vielleicht werde ich irgendwann den dunkelblauen aussortieren und den hier nur behalten. Dann kommt jetzt das erste Pulloverkleid. Dieses Pulloverkleid ist mega lang. Also es geht mir bis zu den Knien, so leicht schon über die Knie. Es hat hier oben einen sehr weiten Stehkragen, also normalerweise so Stehkragen, Rollkragen sind sehr eng am Hals, beziehungsweise enger anliegend. Der hier ist relativ weit. Dieses Kleid ist ultra warm, also wirklich ultra warm. Ich trage das wirklich nur so an ganz, ganz kalten Tagen. Und es ist mir einfach zu lang, deswegen greife ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr dazu. Und das wird das erste Teil sein, was ich definitiv aussortieren werde. Wo wir gerade bei ultrawarmen Pullovern sind, dieser Pullover hier mit dieser Shiba Inu Kapuze. Er ist einfach nur mega cute. Ich liebe diesen Pullover. Er ist wunderschön, aber er ist auch wieder ultra warm, also wirklich mega warm. Deswegen trage ich den auch nur, wenn es wirklich eisig kalt ist. Ich glaube, als Jacke würde ich diesen Pullover cooler finden. Vielleicht traue ich mich das, den als Jacke umzunähen, weil machbar wäre es. Ich müsste ihn einfach nur in der Mitte teilen und einen Reißverschluss anbringen. So kompliziert ist das nicht. Das Einzige, was vielleicht das Ganze ein bisschen komplizierter macht, der Pulli hier hat eine Bauchtasche und ja, da hätte ich auf jeden Fall keine Bauchtasche mehr, die durchgehend ist, sondern links und rechts eine Tasche. Wenn ich das denn so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Dann habe ich noch ein Pulloverkleid und das ist dieses hier. Es ist sozusagen ein Pastellregenbogen. Allerdings, ich habe dieses Kleid, glaube ich, einmal getragen. Ich finde die Farben schön und all sowas, aber wenn ich das trage, ich weiß nicht, irgendwas stört mich da dran. Vielleicht ist es dieser lila Ton oder dieses Knallpink, weil dieses Knallpink, das passt eigentlich gar nicht dazu. Alle anderen Farben sind pastelliger, leicht gedeckter. Das hier oben ist schon fast Neon. Pullikleid ist mega schön, aber ich greife einfach nicht dazu. Und deswegen werde ich es auch aussortieren. Dann habe ich jetzt einen Pullover von Zara, der einfach nur mega flauschig ist. Er hat auch einen Rollkragen. Denselben Pullover habe ich auch in Weiß, nur in Weiß ist er gerade in der Wäsche. Und ich werde beide Pullover behalten, den in Braun und den in Weiß, weil die einfach mega sind. Ich mag den Rollkragen sehr gerne.
Ich habe allerdings noch einen weißen Flausche-Pullover von Zara. Den habe ich eine Zeit lang auch echt mega gern getragen. Allerdings hat es mich von vornherein an diesem Pullover gestört, dass er so einen gigantischen V-Ausschnitt hat. Diesen Pullover gab es nur in S, M und L. Ich hätte definitiv XS oder sogar XXS gebraucht von diesem Pullover, weil er ist oversized geschnitten, ist der Pullover auch noch stretchy und dieser mega V-Ausschnitt macht es ehrlich gesagt etwas schwierig, den zu tragen. Zumindest für mich. Ich finde das nicht schön, wenn ich unter so einem Pullover einen Rollkragen, Pulli oder sowas anziehe, einen dünnen. Ich finde das einfach nicht schön, das bin nicht ich, dieser Style. Yeah. Ich habe den immer mit einem schwarzen Bralette drunter getragen. Aber es war auch nicht mein Favorite Style. Und seitdem ich diese anderen beiden Rollkragenpullover habe, ziehe ich nur noch die an und den hier eigentlich gar nicht mehr. Und deswegen werde ich den auch aussortieren. Dann habe ich hier einen rosanen Chenille-Pullover. Der ist super mega flauschig. Allerdings, ich glaube, ich habe ihn einmal getragen und danach nicht mehr. Ich mag die Farbe mega gerne. Aber ich fände es schöner, wenn dieser Chenille-Pullover ein Pullover-Kleid wäre. Was mich auch zu einem anderen Chenille-Pullover bringt, den ich noch habe. Und zwar dieses Chenille-Pullover-Kleid. Das hier ist wirklich ein Kleid. Ich mag den Schnitt hier mega gerne. Die Ärmel sind so leicht ballonmäßig unten. Ich habe das häufig getragen, aber allerdings noch nicht zu häufig. Ich glaube so 10 bis 12 Mal. Was ich aber sagen muss, die Qualität von diesem Ding ist absoluter Schrott. Ich habe es von ASOS gekauft, von der Marke Cred London. Und es hätte neu 67,99 € gekostet. Ich glaube, ich habe es für 31,99 € damals bekommen, weil es im Sale war. Die Qualität ist einfach nur mega Schrott von diesem Ding. Nach der ersten Wäsche hatte es am Kragen schon Löcher. Die habe ich dann damals wieder zugenäht. Aber jetzt, ich hoffe, man sieht das. Hier, es fliegt einfach auseinander. Die Qualität ist einfach nur ultra, ultra Schrott. Hier auch, es fliegt auseinander. Dann sind wie viele Fäden hier in dem Zopfmuster gezogen. Ich habe das Teil wirklich zwar häufig getragen, aber auch nicht so häufig. So 10 bis 12 Mal ist quasi nichts für ein Kleidungsstück, wenn man es trägt. Und wenn ich dann noch bedenke, wie teuer es im Originalpreis war und dann so eine miese Drecksqualität. Also das andere kann ich echt dazu nicht sagen. Ich bin so traurig, so wütend. Ich liebe dieses Teil einfach nur. Aber es hat einfach eine miserable Qualität. Ich liebe es. Ah! Dann muss es kaputt gehen. Jetzt habe ich einen Pullover von H&M. Der hat so einen Rundhalsausschnitt. Ich bin nicht der allergrößte Fan von dem Ausschnitt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte es cool gefunden, wenn hier noch ein Rollkragen dran wäre. Was ich aber mega cool finde, ist dieses Detail hier vorne. Es ist wirklich nur an einer Seite. Ich glaube, es gibt solche Pullover auch, wo das an beiden Seiten ist. Ich finde es nur an einer Seite definitiv schöner. Allerdings trage ich diesen Pullover so gut wie gar nicht mehr. Ich habe ihn eine Zeit lang echt gerne getragen, aber mittlerweile. Ich finde auch, die Arme sind mir einen Tacken zu kurz. Ihr wisst, dass ich es liebe, wenn ich das hier machen kann. Und das ist bei diesem Pullover ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, deswegen sortiere ich den auch aus. Dann habe ich jetzt noch einen Pullover, den ich auch neu habe von Naked. Genau wie den hier, kam in einer Bestellung zusammen an. Den werde ich definitiv behalten. Wo ich gerade dabei bin von Pullovern, die ich behalte. Dieser Pullover von Misguided in den Pastellfarben ist auch erst kurzem bei mir angekommen und den werde ich behalten. Genauso wie der orangefarbige Pullover bzw. Pulloverkleid, das waren beides Pulloverkleider, auch von Misguided, werde ich auch behalten. Dann habe ich jetzt einen Pullover von Forever 21, war es glaube ich. Der hat eine Kapuze, es ist auch ein Pulloverkleid und wenn ich diesen Pullover trage, ich fühle mich einfach original wie Link von The Legend of Zelda. Weil ich meine, ich habe blonde Haare, das ist exakt der Grünton, den Link auch immer trägt. Und ja, was soll ich sagen? Ich liebe dieses Pulloverkleid und das wird definitiv bei mir bleiben. Jetzt habe ich noch ein Pulloverkleid, was ich mal von Kleiderkreisel ertauscht habe.
Es hat einen gigantischen Rollkragen. Also ich weiß nicht, wie gut man das jetzt in der Kamera sieht. Es ist halt sehr, sehr, sehr dunkles Blau. Allerdings, mittlerweile habe ich so viele andere Pulloverkleider und dann ist es hier halt sehr dunkel. Deswegen werde ich es, glaube ich, aussortieren. Weil ich trage mittlerweile einfach die anderen Pulloverkleider lieber als das hier. Von Pullovern, die neu sind. Dieses Teil hier ist auch ein Pulloverkleid in Beige mit einer Kapuze. Ich liebe dieses Teil einfach nur. Darf definitiv auch bleiben, zumal es auch neu ist. Und Leute, noch ein Pulloverkleid. Ja, ich lebe quasi in Pulloverkleidern. Es ist diesmal in einem knalligeren Pinkton. Hat einen Rollkragen, also einen größeren Rollkragen. Dieses Pulloverkleid ist auch super kuschelig, warm, weich. Ich liebe es. Ich habe dasselbe auch in Weiß, nur das Weiß ist gerade auch in der Wäsche. Deswegen kann ich es nicht zeigen, aber es sieht halt genauso aus, nur in Weiß. Und beide von denen dürfen bleiben, weil einfach nur große, 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 große Liebe. Dann habe ich hier so einen 3D-Rosen-Pullover. Ich finde das halt mega schön mit den ganzen Rosen. Ich mag auch den Farbton richtig gerne. Das Einzige, was ich nicht mag, ist der Schnitt des Pullovers. Der hat nur 3/4 Ärmel. Man kann den Pullover off-shoulder tragen. Dann ist ein Ärmel zumindest eine normale Länge an Ärmel. Das Teil darf gehen, weil... Nein. Ich finde halt das mit den Rosen ultra, ultra schön. Aber ich trage es nicht, weil mir der Schnitt des Pullovers nicht gefällt. Dann dieser Pullover hier, der hat halt vorne bzw. hinten so ein Knotendetail mit so Perlen dran. Den Pullover kann man eben tragen, wie man möchte. Man kann das vorne haben, man kann es aber auch hinten haben. Ich mag die Farbe, ich mag das mit den Perlen. Es sieht einfach nur so cute aus. Ich werde diesen Pullover definitiv behalten. Dann habe ich hier jetzt einen Bordeaux-roten Pullover. Der ist off-shoulder geschnitten. Ich hatte den auch mal in rosa. In rosa habe ich den bereits aussortiert. Und ich glaube, den roten werde ich jetzt auch aussortieren. Jetzt habe ich hier eine ganze Rängsterei an Pullovern, die ich, glaube ich, aber alle behalten werde, weil sie erst vor kurzem neu gekauft wurden. Und das sind hauptsächlich so dünne Rollkragenpullover, weil ich hatte literally davor gar keine dünnen Rollkragenpullover und die habe ich irgendwie 2019 definitiv für mich entdeckt. Es ist einmal der hier von Zara, den ich auch noch in Weiß habe. Dann dieser rostrote von Forever 21, den werde ich auch behalten. Und dann dieser ganz, ganz dunkelrote, also ein sehr, sehr tiefes Bordeaux-Rot. Dann dieser schwarz-weiß gestreifte, den ich mir von Kleiderkreisel ertauscht habe. Hier, der darf auch bleiben. Zu guter Letzt dieses Oberteil von New Yorker. In so einem Senfgelbton mit bordeaux-roten Streifen und weißen Streifen. Finde ich mega cute und das darf auch bleiben. Obwohl, diesen Pullover hier ziehe ich auch sehr, sehr gerne im Herbst und Winter an, weil er eben richtig warm hält. Den habe ich von Forever 21. Ist in so einem babyrosa Ton. Ich finde den mega, mega schön. Und der darf definitiv bleiben. Dann einen meiner wirklich liebsten Pullover. Das ist dieser hier. Es ist auch ein Crop-Pullover. Man kann ihn aber One-Shoulder tragen. Und ich liebe einfach nur den Farbton. Ich liebe den Schnitt davon. Und yeah, ich finde einfach mega, mega schön und deswegen darf der auch definitiv bleiben. Dann mein einziger Pullover von der Marke Liz Lisa. Und ich mag den Pullover einfach richtig, richtig gerne und der darf definitiv bei mir bleiben. Dann habe ich jetzt zweimal denselben Pullover von Forever 21. Einmal halt in so einem Babyblau und einmal in so einem Peach-Rosa-Ton. Yeah, ich glaube, den in Peach-Rosa werde ich wegtun, weil ich eher zu dem Babyblauen greife. Ich glaube, ich starte jetzt mal eine Umfrage. Ihr könnt mir sagen, welchen ihr von beiden schöner an mir findet. Den Peach-Rosanen oder den Babyblauen. Und dann habe ich noch einen Crop-Pullover. Den habe ich, glaube ich, gar nicht getragen. Und ich glaube, deswegen kann der jetzt auch gehen. Dann habe ich noch diesen Cropped-Pullover hier. Den habe ich mir auch von Misguided was, glaube ich, erst vor kurzem geholt. Deswegen darf der auch bleiben. Und dann habe ich hier einen Kandidaten. Ich finde ihn eigentlich richtig, richtig schön. Es ist halt ein fliederfarbener Pullover mit Kapuze und hier sind Perlen dran. Ich finde das so mega schön. Ich habe den eine Zeit lang überhaupt gar nicht getragen. Ich finde ihn halt mega schön. Könnt ihr auch mal wieder entscheiden, soll ich diesen Pullover behalten oder soll ich ihn wegtun? Und dann habe ich jetzt einen Pullover. Er ist rosa, auch wieder mit Kapuze. Ich feiere das einfach, wenn Pullover eine Kapuze haben. Er ist ultra, ultra weich. Er ist auch mega warm. Ich glaube, ich mache es hier genauso. Wenn ich den diesen Winter nicht trage,
dann werde ich ihn aussortieren. Dann habe ich jetzt noch ein Pulloverkleid in Mintgrün mit einem V-Ausschnitt. Es ist auch Oversize geschnitten. Es ist einfach maximal gigantisch an mir. Zumindest fühle ich mich so. Obwohl meine Mama hat gesagt, sie findet dieses Teil ganz cool. Und meine Mama kann es definitiv normal tragen. Also bei ihr ist es dann nicht Oversize, aber bei mir ist es gigantisch groß. Ja, aber das war es jetzt auch mit den ganzen Pullovern, die ich besitze. Woo! Wir sind durch, Leute. Wow! Ja, aber jetzt freut sich mein kleiner Kreisel-Account auf jeden Fall über Nachschub an Pullovern. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Mir könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.